Ja, ich darf Sie wieder hier vorm Glückauf-Gymnasium in die Poldiswalde begrüßen. Und neben mir steht wieder Schulleiter Volker Hergewald. Und Herr Hergewald, wenn wir uns treffen, gibt es ja immer zum Thema Schule etwas Neues. Lassen Sie mal gucken, was gibt es Neues? Ja, ich freue mich ja, dass wir so ein fast regelmäßiges Update, ein FRM-Update über das Glückauf-Gymnasium hier durchführen. Es gibt wieder was Neues. Seit gestern sind wir im Wechselmodell, das heißt im eingeschränkten Regelschulbetrieb. Wir begrüßen zum Glück wieder mehr Schüler, als wir bisher in der Schule hatten. Wir hatten bisher die Jahrgangsstufe 11 und die Schüler, die zu Prüfungen waren. Das heißt, während der Abiturprüfungen starten wir jetzt mit zumindest der halbvollen Schule wieder. Jetzt sind wir aber noch lange nicht in sicheren Fahrwasser. Die Inzidenz 165 ist ja Voraussetzung für den Schulbetrieb. Glauben Sie, dass wir das jetzt langfristig halten können? Also die Inzidenz von unter 165, da glaube ich fest daran, dass die gehalten wird. Ein bisschen spannend wird es natürlich, wenn jetzt bestimmte Öffnungen möglich sind, dass dort die Zahlen sich vielleicht wieder ein bisschen nach oben bewegen, aber über die 165 glaube ich nie. Wir steuern meines Erachtens jetzt auf die unter 100 zu, bewegen uns um die 100 herauf und herab, aber auch dort bin ich mir sicher, wird es eine Tendenz nach unten geben. Thema Schnelltest steht ja immer noch. Wie wird das jetzt gehandhabt in Ihrer Schule? Ja, also diese Schüler-Selbsttests, die durchgeführt werden, da gibt es neue Regelungen. Diejenigen, die genesen sind, und wir haben ja einige Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne waren, weil sie positiv getestet wurden. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber es sind bestimmt 15 an unseren beiden Schulstandorten, überwiegend in Diepoldiswalde gewesen. Das heißt, wenn die genesen sind, 4 Wochen nach der Infektion ist das der Fall, müssen sie nur diesen Nachweis, dass sie positiv getestet wurden, mit PCR-Test erbringen. Wir sind jetzt dabei, die entsprechenden Listen zu erstellen, dass die Kinder also nicht diesen Nachweis mehrfach erbringen müssen, sondern dass wir das Schüler genau erfassen. Das vereinfacht das Ganze und diejenigen, die geimpft wurden. Das heißt, die vollständig Geimpften, das betrifft in erster Linie die Lehrkräfte oder die Schüler, die ja, volljährig sind oder 17, 18 Jahre sind. Gibt es schon wirklich Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft sind? Ich habe jetzt keine Zahl, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es einzelne Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 betrifft. Ja. Wie ist es jetzt mit dem Thema Tests? Sie haben ja jetzt gestartet, also gestern. Ja. Wurden alle getestet? Gibt es Zahlen? Ja, es wurden alle getestet und es gab keine positiven. Kein positiven. An beiden Schulstandorten nicht. Wenn wir jetzt mal gucken, wenn es gäbe, hätte vielleicht 2, 3 Fälle gegeben. Wissen Sie da, wie jetzt das Prozedere ist, was Sie dann, wie das dann weitergeht? Wird dann die Schule wieder geschlossen oder wird eine sanfte Linie jetzt gefahren? Das haben wir ja bereits vor den Ferien gehabt. Dort hatten wir ja einige Fälle. Dort habe ich entschieden, dass die Corona-Schutzverordnung ja zulässt, dass man sich sozusagen freitesten kann, wenn man Kontaktperson ist. Also nicht, wenn man selber positiv getestet wurde, aber als Kontaktperson. Da hatte ich die Festlegung getroffen, für einzelne Schülerinnen und Schüler es betraf, vor den Abiturprüfungen und Jahrgangsstufe 12, dass diese Schüler täglich testen in der Schule, beziehungsweise gab es damals noch die Möglichkeit der Selbstauskunft. Und das haben wir dann aber wieder zurückgepfiffen, sage ich mal, als die betreffenden Schüler das zweite Mal Kontaktschüler waren. Dort haben wir dann einen Cut gemacht, aber zum Glück konnten wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt eine Regelung finden, dass diese Schüler trotz Quarantäne, in der sie zu dem Zeitpunkt noch waren, ich betone nochmal, nicht positiv getestet, sondern Kontaktpersonen, dass die trotzdem an den Abiturprüfungen teilnehmen konnten. Also das war mal ein Highlight, wie die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Schule hervorragend im Interesse der Schüler funktionieren kann. Und wie glauben Sie, dass jetzt die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien, wie werden die ablaufen? Na, ich hoffe mal, dass jetzt Ruhe eintritt. Ja. Dass diese Tests nicht viele positiv getestete Fälle hervorbringen. Das heißt, dass auch die Kontaktverfolgung nicht mehr so aufwendig sein wird, dass wir in unserem Sekretariatsbereich, denn dort wurde ja die Arbeit gemacht, uns wieder den täglichen schulischen Aufgaben widmen können. Wir haben noch eine Woche lang die mündlichen Abiturprüfungen. Die Schüler werden unmittelbar vor der Prüfung getestet. Es gab auch dort keine positiven Testergebnisse. Ja, und dann besteht eine besondere Ausnahmemöglichkeit für Kinder, die einen ärztlichen Attest haben. Das heißt, wenn beispielsweise ein Kind eine OP im Mund-Nasen-Bereich hatte und diese OP einschließt, dass eben dieser Nasenabstrich nicht mehr gemacht werden darf über einen langen Zeitraum, dass mit diesem ärztlichen Attest dann ein Spucktest beantragt wird. Die werden durch das Landesamt für Schule und Bildung bereitgestellt. Und für diese Einzelfälle, also ich betone es nochmal, das wird nicht so sein, dass Eltern sagen, nein, wir machen diesen Nasenabstrich nie, weil uns das nie gefällt, sondern mit ärztlichem Attest sind das Ausnahmen, wo also auch diejenigen dann diese besonderen Möglichkeiten erhalten, um in die Schule zu kommen. Letzte Frage. Im letzten Jahr hatten Sie ja die Abi-Feier auf dem Diepoldiswalder Marktplatz verlegt, die feierliche Zeugnisübergabe. Ist das wieder angedacht? Denn wir wissen ja nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Also es war eine sehr schöne Veranstaltung. Ja. Also das Feedback der Schüler, der Eltern war sehr schön und der Tag zum Glück auch. Das Wetter stimmte. Geplant haben wir im Moment
die Abiturzeugnisausgabe in unserer Aula durchzuführen, weil das in diesem Jahr mit den Terminen etwas schwierig ist. Und dann müssen wir sehen, ob wir zwei Durchgänge machen, je nachdem, wie die Hygieneregeln sind, oder ob wir es in einem Durchgang machen können, aber eben dann nicht so, dass die gesamten Großfamilien teilnehmen, sondern eben tatsächlich nur die Eltern. In Altenberg haben wir eine schöne Lösung gefunden. Dort wird die Zeugnisausgabe im Schloss in Lauenstein stattfinden. Mhm. Einzeln, so wie wir das im vorigen Jahr im Bergbaumuseum gemacht haben. Das war sehr schön, mit Foto und im Gewissen drumherum. Und das ist so momentan der Stand für den Abschluss unseres Abschlussjahrgangs. Okay, also schauen wir optimistisch in die Zukunft. Und sollte es Neuigkeiten geben, wird uns der TV-Lehrer Volker Hegewald wieder Rede und Antwort stehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Das mache ich auch sehr gerne. Und ich bedanke mich überhaupt für die Möglichkeit, das in regelmäßiger Folge zu tun. Glück auf. Danke, Glück auf.